Hallo zusammen, weil ich gerade wieder eine kleinere Keilerei mit Thomas habe, werde ich mal wieder ein Video über ihn machen. Aber dieses Video läuft ein bisschen anders ab. Im Grunde hat es zwei Hälften. In der ersten Hälfte werde ich auf Thomas absolute sinnlose und hirntote Forderungen eingehen. Und in der zweiten Hälfte werde ich mal ein bisschen was über Thomas im Allgemeinen erklären. Was für Forderungen hat Thomas? Nun, Thomas hat behauptet, dass die, ich zitiere, Sexualisierung der Gesellschaft, Zitat Ende, dafür sorgen wird, dass Homosexuelle und Pädophile sofort immer gleichgestellt werden. Und wenn wir jetzt sagen, ja, Homosexuelle dürfen heiraten, dann müssen wir es Pädophilen ja auch erlauben. Und nee, das übliche Gelaber von Thomas eben. Und ich sollte ihm jetzt vier Gründe sagen, warum Pädophile und Homosexuelle nicht dasselbe sind. Also fangen wir mal an. I'm just a sweet transvestite. Mein erstes Argument an Thomas, um zu zeigen, dass wenn Homosexuelle heiraten und was auch immer dürfen, das bei Pädophilen nicht sofort der Fall ist, habe ich als erstes mal das Argument gebracht, dass viele Homosexuelle und Leute, die für Homosexuelle einstehen, sich offen gegen Pädophilie aussprechen. Als Beispiel habe ich dafür unseren ehemaligen Karpal Priller gebracht. Hier übrigens in einem Artikel, den Artikel verlinke ich unten nochmal, der sich offen gegen Pädophilie ausgesprochen hat. Das sollte eigentlich schon mal so ein kleiner Indikator dafür sein, dass es keine große Weltverschwörung gibt von Homosexuellen und Pädophilen. Wer immer noch denkt, dass Homosexuelle und Pädophile so eng zusammenarbeiten, wenn dann offen Homosexuelle sagen können, dass Pädophile scheiße sind, hat irgendwo nicht so ganz das Prinzip der Planung verstanden. Nächster Punkt. I'm just a sweet transvestite. Mein zweites Argument an Thomas wäre, dass Homosexualität ein vollkommen natürliches Phänomen ist, während Pädophilie nicht natürlich ist. Das ist zum Beispiel dadurch belegt, dass es mehrere homosexuelle Tiere gibt. Über Löwen, Pferde, Hunde, Katzen, Mäuse, frag mich nicht was nur alles. Bis hin zu Fruchtfliegen. Richtig, Fruchtfliegen. Fruchtfliegen haben übrigens kein Gehirn, sie haben einen Nervenknoten. Darum können Fliegen auch so verdammt schnell reagieren. Haben allerdings kein richtiges Bewusstsein. Gehen Wissenschaftler davon aus. Das heißt, sogar Lebewesen ohne ein, in dem Sinne Gehirn ohne Verstand, sind homosexuell. Während Pädophilie, also Paarungsversuche mit noch nicht geschlechtsreifen Männchen oder Weibchen, in der freien Wildbahn nicht auftreten, solange es eine ausreichende Population gibt, die wir in Deutschland haben. Das heißt, Pädophilie, so wie wir sie begreifen, wäre ein gesellschaftliches Konstrukt bzw. eine mentale Störung. Dazu kann man übrigens solche schönen Filme finden wie das hier. Scientists have recently noticed a striking statistical phenomenon. Studies show that having older brothers increases the odds of a boy being homosexual. Moms always baby the youngest, making them gay. No, that's not it. When a woman is pregnant with a boy, scientists are realizing that her female body often sees the male fetus as a foreign object and begins to produce antibodies against it. The more boys a woman has, the more adept her body becomes at feminizing the fetus, which may explain why with every successive boy, the odds that he will be gay go up significantly. Der ganze Film natürlich unten in der Beschreibung. Das wären jetzt so die kleineren Punkte. Weil nur weil etwas natürlich ist, kann man nicht sagen, ja, das ist darum automatisch gut. Und genauso kann ich nicht sagen, nur weil sich jemand von Gruppe A gegen Gruppe B ausspricht, können die Hintergrundrücks nicht ja trotzdem zusammenarbeiten. Die nächsten beiden Punkte sind meiner Meinung nach aber sehr viel wichtiger. Das liegt zum einen daran, weil sie sich explizit auf die deutsche Rechtslage und auf harte nachzuprüfende Fakten beziehen. Und zum anderen, weil auch andere User, wie zum Beispiel AnUnuem75, sein Video ist auch unten in der Beschreibung, dieses als einzige Argumente anbringen,
weil andere Argumente im Grunde nicht notwendig sind. Also kommen wir zu den beiden wichtigen Argumenten. I'm just a sweet transvestite. Nächster Punkt. Laut dem deutschen Gesetz sind Jugendliche von unter 14 Jahren nicht dazu in der Lage, rechtsgültige Zustimmung zu sexuellen Handlungen zu geben. Das betrifft übrigens nicht nur sexuelle Handlungen. Jugendliche unter 16 Jahren sind nicht dazu in der Lage, die rechtsgültige Zustimmung für zum Beispiel Verträge zu geben. Das heißt, das deutsche Gesetz sieht es so, dass 14-Jährige bzw. 16-Jährige nicht dazu in der Lage sind, mental zu begreifen, worum es dabei geht. Das heißt, 14-Jährige sind mental nicht dazu in der Lage zu begreifen, was bedeutet es, mit jemandem zu schlafen. Welche Prozesse sind dabei, tut das weh, dies, das, jenes. Genauso wie ein 16-Jähriger nicht dazu mental in der Lage ist zu sagen, ich möchte jetzt den 5.000-Euro-Vertrag für die Stereoanlage machen. Weil man die langfristigen Folgen nicht begreift in dem Alter. Das heißt, wir haben das mit der mit dem Rechtlichen jetzt schon so festgelegt, dass Jugendliche mental vom deutschen Recht aus nicht dazu in der Lage sind, sowas festzulegen. Meiner Meinung nach eigentlich eher so ein kleinerer Punkt. Es zeigt aber, dass das deutsche Gesetz sieht, dass Jugendliche mental noch nicht reif genug für so etwas sind. Und das möchte ich einfach nur mal festgehalten haben. I'm just a sweet transvestite. Mein nächster Punkt wäre, dass im Zusammenspiel mit Beispiel 3 Homosexualität ein Geschlechtsakt zwischen zwei sowohl mental als auch biologisch vollkommen entwickelten Personen ist, das heißt zwei Volljährigen, während Pädophilie ein Akt der Vergewaltigung ist. Der eine Partner ist mental und biologisch vollkommen entwickelt und der andere Partner ist mental und biologisch nicht so weit entwickelt. Das kann zum einen dazu führen, dass der unterentwickelte, so weniger entwickelte, in diesem Fall Partner, heißt zum Beispiel die Kinder, dadurch eine mentale Störung davontragen. Das kann man sehr leicht dadurch sehen, dass die Vergewaltigungsfälle in der Kirche oft erst nach 30, 40 Jahren zum Vorschein kommen, weil es mentale Sperren in den Köpfen der Opfer gibt. Das kann man auch daran sehen, dass in den meisten Fällen, in denen irgendwelche Kinder geschändet werden und es erst Jahre später rauskommt, diese Erwachsenen, die früher dann vergewaltigte Kinder waren, mentale Störungen haben. Wieder alles leicht nachzuprüfende Sachen. Also müsste man, wenn man dann Pädophilen erlauben würde, mit Kindern Sex zu haben, das komplette deutsche Rechtssystem, was Vergewaltigung angeht, umschreiben. Pädophilie ist nämlich nicht aufgrund des Alters illegal. Pädophilie ist illegal, weil der eine Geschlechtspartner vollkommen körperlich und geistig ausgereift ist und somit komplette Kontrolle über den anderen Partner hat, der noch nicht mental und mental und körperlich vollkommen ausgereift ist. Es ist aber egal, ob dieser nicht vollkommen entwickelte Partner jetzt geistig behindert ist oder ein Kind, oder ob dieser nicht vollkommen entwickelte Partner aufgrund von zum Beispiel Drogen in einem Zustand der mentalen Umnachtung ist. Es ist und bleibt immer Vergewaltigung. Das heißt, man müsste das komplette Rechtssystem umwerfen. Das heißt, wenn Pädophile mit Kindern schlafen dürfen, dürfen automatisch auch irgendwelche perversen Frauen mit K.O.-Tropfen betäuben und vergewaltigen, das ist auch wieder vollkommen normal. Und Pfleger dürfen Behinderte vergewaltigen, ohne dass irgendwas passiert. Somit dürfte also klar sein, dass sowohl vom biologischen, also vom gesellschaftlichen, als auch vom rechtlichen her Homosexualität und Pädophilie vollkommen unterschiedlich sind. Und wenn man es erlaubt, Homosexuellen zu heiraten, Kinder zu adoptieren und so weiter und so weiter, wird es nicht dazu kommen, dass auf einmal Pädophile, irgendwelche Leute, die Tiere ficken und frag mich nicht, was noch alles aus den Löchern kommen und sagen, wir wollen aber auch. Aufgrund der eben genannten Fakten. Das sind im Grunde eigentlich vier recht interessante Fakten, oder?
Und ihr werdet euch jetzt fragen, warum das Video jetzt noch weitergeht. Ich habe meine Fakten gemacht, ich muss jetzt auf die Antwort von Thomas warten. Aber ich bin euch schon voraus. Ich habe exakt diese Sachen, die ich euch jetzt in langer Form erklärt habe, in kurzer Textform bei Thomas abgeliefert. Wenn ihr wissen wollt, wie die kurzen Texte aussahen, ihr könnt die Texte, die ich hier gepostet habe, nachlesen. Das sind in nahezu identischer Form die Kommentare. Wenn euch die Kommentare, die ich geschrieben habe, genauer interessieren, werde ich sie nochmal in die Beschreibung kopieren. Aber was viel interessanter ist, ist, wie Thomas darauf reagiert hat. Nämlich mit diesem Kommentar. Das sind keine Beweise, sondern nur deine persönliche Meinung. Wo sind die wissenschaftlichen Fakten von sogenannten Experten, auf die du dich angeblich so sehr berufst, die belegen, dass die Sexualisierung der Gesellschaft nicht stattfinden wird? Ein paar von euch werden sich jetzt vielleicht die Frage stellen, what the fuck meint Thomas? Und das habe ich mich auch gefragt. Vor allem dieses mit, das ist nur deine persönliche Meinung, hat mich so ein ganz klein bisschen verwirrt und in Rage gebracht. Warum? Das zeige ich euch jetzt eben ganz einfach. Wenn alle Sachen, die ich genannt habe, nur meine Meinung sind, dann ist es also meine Meinung, dass der ehemalige Kaplan Piller sich gegen Pädophilie ausgesprochen hat und wegen seiner Homosexualität von der katholischen Kirche des Amtes enthoben wurde. Obwohl jeder Vollidiot, der eben 5 Minuten bei Google investieren kann und sowas wie Priller homosexuell Pädophilie eingibt, den Artikel sofort findet. Es ist also meine Meinung, dass wenn ich bei Google zum Beispiel Homosexualität und Evolution eingebe, ich mehrere Artikel von verschiedenen Wissenschaftlern unter wissenschaftlichen Publikationen oder wissenschaftlichen Magazinen oder was auch immer bekomme, in denen die Themen Biologie, Homosexualität und Evolution eng zusammenhängen. Der dritte Hit bei Homosexualität, Evolution ist sogar schwule Tiere und die Evolution. Wie kann man sowas übersehen? Es ist also meine Meinung, dass wenn ich sowas wie deutsche Gesetze Sex 14 eingebe, alles Schlagwörter, die ich genannt habe in meinem Kommentar, ich sofort auf die Wikipedia-Seite komme, wo es zum Thema Altersschutz gibt und man im Text solche schönen Sachen hat wie Zustimmung zu sexuellen Handlungen und dann unten in der Tabelle sieht Deutschland ab 14. Ich verstehe nicht, wie man so etwas übersehen kann, wenn man Google hat. Also sehen wir schon mal, dass Thomas nicht dazu in der Lage ist, Google zu benutzen, wenn es ihm nicht in den Kram passt. Aber gucken wir uns den Kommentar noch ein bisschen genauer an. Experte, die Sexualisierung der Gesellschaft, da ging er mir doch gar nicht argumentiert. Nun, das ist noch so eine schöne Sache von Thomas. Er hat eine Dachargumentation. Was ist das? Nun, im Grunde ganz einfach, ich mal es euch eben auf. Eine Dachargumentation läuft etwa so. Das hier sind die Punkte, die Thomas hat. Diese verschiedenen Argumente hängen alle irgendwie zusammen und ich möchte die jetzt nacheinander abarbeiten. Ich möchte beim ersten anfangen, Homosexuelle und Pädophile sind was ganz anderes. Dann macht Thomas aber den hier. Er zieht eine große Blase um alle Punkte rum und sagt, das ist alles eins. Das heißt, ich bin nicht mehr dazu in der Lage, irgendwelche Einzelpunkte zu argumentieren, weil er gleich eine komplette Lösung für alles haben will. Wenn ich sage, ja, aber Pädophile und Homosexuelle sind was ganz anderes, dann geht er zum nächsten Punkt. Das musst du aber auch beweisen. Und das, 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 und das. Und teilweise hat er Punkte, die man nicht beweisen bzw. widerlegen kann. Er sagt einfach, das ist so. Und ich muss natürlich einen Gegenbeweis bringen, was uns zu seiner nächsten schönen Strategie bringt. Die Beweislastumkehr. Was ist Beweislastumkehr? Nun, das ist im Grunde ganz einfach. Es gibt im Grunde zwei Arten von Aussagen. Positive Aussagen und negative Aussagen. Ein Beispiel für eine positive Aussage wäre, es gibt einen Gott. Eine negative Aussage wäre, es gibt keinen Gott. Also positive Aussagen,
besagen, dass es irgendetwas gibt, negative, dass es irgendetwas nicht gibt. Die Beweislast liegt bei den positiven Aussagen. Wenn ich sage, es gibt rosa Elefanten, gilt meine Aussage so lange als falsch, bis ich einen rosa Elefanten finde. Wenn ich sage, es gibt keine rosa Elefanten, ist meine Aussage so lange richtig, bis ich irgendwelche rosa Elefanten finde. Das klingt jetzt alles etwas kryptisch, nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, ich würde zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, Thomas hat mein Auto geklaut. Was würde die Staatsanwaltschaft wohl sagen? Nun, in jedem normalen Land würde die Staatsanwaltschaft sagen, gut, dann müssen Sie uns jetzt Beweise geben, dass Thomas das Auto geklaut hat. In dem Land, in dem Thomas scheinbar lebt, sagt die Staatsanwaltschaft, Sie haben eine unbewiesene Behauptung aufgestellt, der werden wir sofort nachgehen, Thomas muss das Gegenteil beweisen. Was mich, dem Beispiel sei Dank, wieder zum nächsten Punkt bringt, den Thomas sehr gerne macht. Thomas ignoriert gerne Beispiele. Hier zum Beispiel das Beispiel von English Smile, von dem ich mir das mit der Staatsanwaltschaft und dem geklauten Auto schon mal ausgeliehen habe, weil ich weiß, dass Thomas darauf nicht richtig reagiert hat. English Smile wollte mit seinem Ich gehe zur Staatsanwaltschaft und sage, Thomas hat das Auto geklaut, Thomas darauf aufmerksam machen, dass seine Beweislastumkehr vollkommen schwachsinnig ist. Und er reagiert darauf mit, wie wäre es, wenn du mal beim Thema bleiben würdest. Das heißt also, er ignoriert Argumente, das macht er übrigens öfter, einfach mal schlichtweg, obwohl sie aufzeigen würden, dass er falsch liegt oder dass seine Argumentationsweise fehlerhaft ist, nur weil es nicht hundertprozentig in die Argumentationsschemen reinpasst. Und wo wir gerade bei 100% sind, Thomas benutzt auch sehr gerne hundertprozentig echte Strohmänner. Schlechte Überleitung, ich weiß, aber den Punkt muss ich irgendwie einbauen. Ein Strohmann ist etwas, das man sich selber zusammenbastelt und aufstellt, wenn man den wirklichen Punkt des Gegenübers nicht widerlegen kann. Ein beliebter Strohmann von Thomas zum Thema Urknall war zum Beispiel, na, da hat's Bumm gemacht und da war alles da. Das aus dem Nix entstanden ist hier Blödsinn. Während die eigentliche Big Bang Theorie nur besagt, dass es irgendwann mal einen Punkt gab, wo das Universum auf die Größe eines subatomaren Teilchens zusammengedrückt war und von da aus dann expandiert ist. Und Thomas verbindet natürlich das mit der Evolutionstheorie und sagt dann, ja, da hat es irgendwann mal aus dem Nichts explodiert und dann waren die Tiere da. Vollkommen blödsinnig. Das heißt, noch so eine nette Billigstrategie, die Thomas sehr gerne benutzt. Okay, dazu kommen natürlich noch solche schönen Standardsachen wie, dass er Fakten ignoriert, wenn sie ihm nicht in den Plan passen, obwohl sie ihm mehrfach vorgelegt werden. Und dazu kommen natürlich auch noch solche schönen Sachen wie, ja, ich nehme jetzt mal diese christliche Propagandaseite, um Mainstream-Gender zu erklären, anstatt irgendwelche Textbücher oder Schulsachen oder diese Duden, unchristliches Gedöns. Aber das kann ich ihm alles verzeihen. Warum? Weil ich keine Lust mehr habe, mich über ihn aufzuregen. Ich werde keine Videos mehr über ihn machen. Wozu auch? Ich habe in den letzten Monaten, lasst mich durchzählen, ich muss eben auf YouTube gehen. Ein Video, zwei Video, drei Videos, vier Videos, fünf Videos, sechs Videos, sieben Videos, acht Videos, neun Videos, zehn Videos, elf Videos über ihn und seinen Wahnsinn gemacht. Das hier wäre also das 12. Video. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe ihm mehrfach alle Fakten, die er wissen muss, vorgetragen. Er hat sie ignoriert. Ich habe ihm mehrfach aufgezeigt, dass er falsch argumentiert. Er ignoriert es.
Ich kann andere Leute finden, die genauso blöd sind und die weniger hasserfüllten, blödsinnigen, faschistischen Scheiß labern als Thomas. Ich werde mich fortan auf solche Leute konzentrieren. Also Neonazis, radikale Muslime, fundamentalistische Christen, die Abtreibungskliniken kaputtbomben. Alles besser als Thomas. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand mit mir argumentiert oder mit mir über irgendwelche Themen streitet. Ich argumentiere gerne. Ich argumentiere auch nicht immer besonders ernsthaft, was man in meinen Videos ja gesehen hat. Aber wenn ich 5-mal denselben Punkt bringe, sollte mein Gegenüber diesen Punkt irgendwann einmal begreifen. Und wenn mein Gegenüber diesen Punkt wieder und wieder und wieder ignoriert, ohne irgendwelche triftigen Gegenbeweise zu bringen, dann kann er mich mal da lecken, wo die Sonne nicht scheint. In diesem Sinne, Gruß aus dem Norden, ciao und hoffentlich kommt Thomas nie wieder über meinen Weg geschissen.